dann darf ich euch alle herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach hier im Stadion Essen. Anstoß um 20.45 Uhr. Ja, das Stadion ist ausverkauft. 18.500 Zuschauer erwarten wir hier, freuen uns also auf eine volle Hütte. Der freie Vorverkauf hat ja nur 17 Minuten gedauert und das zeigt, glaube ich, auch eine gewisse Vorfreude, die hier herrscht. Rund um das Spielfeld, aber bestimmt auch auf dem Spielfeld. Und vielleicht kannst du uns, Sven, einmal sagen, wer am Freitag nicht mit dabei sein kann. Ja. Nicht mit dabei ist logischerweise dann Daniel Engelbrecht noch und Kamil Bednarski, wobei Kamil schon im Lauftraining ist und bisher die Heilung ganz gut verläuft. Aber Freitag wird er mit Sicherheit noch ausfallen. Der Rest ist gesund und munter und freut sich auf das Spiel. Dann kommen wir zu euren Fragen. Mit der Vorfreude möchte ich mal so dahingestellt lassen. Nach dem Spiel am Sonntag und dem Kartenverkauf, der war ja auch schon ein bisschen vorher abgeschlossen. Wie ist denn so eine Verdauungsvorgang der Bad Nassau am Sonntag? Alles gut verdaut worden oder hängt das noch quer im Magen? Ja, ich glaube schon, dass die Enttäuschung am Sonntag richtig riesengroß war. Ich denke bei uns allen, auch bei den Jungs. Nichtsdestotrotz haben wir seit gestern die Phase dann eingeläutet, dass wir sagen, wir freuen uns auf das Spiel. Und ich glaube, wir können uns auf das Spiel freuen, weil es ein besonderes Spiel ist, weil es nicht so häufig vorkommt, dass man gegen einen Bundesligisten spielt im DFB-Pokal und überhaupt dabei ist. Und deshalb freuen wir uns und wir freuen uns nur auf das Spiel. Ich habe gerade überlegt, das vierte DFB-Pokalspiel ist das für Sie? Das zweite. Letztes Jahr war Bielefeld und jetzt ist das zweite. Und dann gegen den alten Verein, für den Sie, glaube ich, 7 Jahre tätig waren. Ne? Ja, genau. Deshalb. Ist denn besonderer noch? Weiß ohnehin schon? Ja, schon. Ich freue mich schon. Ja. Weil es dann doch eben nicht nur ein Bundesligist ist, sondern ein Bundesligist ist, den ich sehr gut kenne, weil ich da 7 Jahre war. Und freue mich schon auch, Leute wiederzusehen, weil ich eben lange da gearbeitet habe. Sagen Sie, freuen Sie sich, spielen die Mannschaft auch, aber die Fans sind immer noch bei der Aufarbeitung. Der Frust ist ziemlich groß. Sie haben ja sicherlich auch das Spiel aufgearbeitet mit der Mannschaft, mit dem Sportdirektor zusammen. Gibt es dafür Erklärungen für diesen, ja, ich muss fast sagen, Totalausfall? Es gibt immer Erklärungen. Es gibt immer Erklärungen. Ich glaube, dass die Jungs sich einfach zu viel Druck gemacht haben, dass die Woche davor nach dem richtig guten Spiel und nach der Euphorie, die zweifelsohne dann da war, sich selber zu sehr unter Druck gesetzt haben, eben ein gutes Spiel machen zu wollen. Dann kam noch dazu, dass wir früh in Führung gegangen sind, was uns, glaube ich, nicht geholfen hat, sondern wir eher gedacht haben, oh ja, das funktioniert so. Und dann plötzlich überrascht waren, glaube ich, über die große Gegenwehr, die da kam und haben dann leider die Kurve nicht mehr gekriegt im Laufe des Spiels, weil sie schon ja Dinge angedeutet haben, aber wir dann auch nicht in der Lage waren, dagegen zu steuern. Sagt über den Lukas jetzt im Nachhinein, die Mannschaft war genau darauf eingestellt, sie wuppelt da die Aufträge, dass sie so aggressiv kommen werden, dass sie anlaufen werden. Mhm. Und trotzdem wird die Mannschaft sehr überrascht von diesem Augenblick. Ich stelle jetzt mal eine ganz eine böse Frage. Das ist auch eine Sache der Spielintelligenz der Mannschaft. Ich glaube, dass Sie das momentan viel zu kritisch sehen. Ich glaube, wenn man das Spiel eine Woche vorher sieht, dann stellt sich genau die andere Frage. Ich meine, da waren Sie auch einer von denjenigen, die gesagt haben, boah, war ein super Spiel. Ich habe auch nach dem Spiel direkt gesagt, dass so ein Ausschlag, wie es jetzt von der Leistung her gab, ich hier auch noch nicht gehabt habe.
indem ich sagen muss, vorher war ein super Spiel und das war ein schlechtes Spiel von uns. Ich habe es auch nochmal gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, das wissen die Jungs auch. Also so schlau sind sie denn schon und auch intelligent sind sie sowieso. Und wie gesagt, wir haben das jetzt aufgearbeitet und haben das jetzt auch abgehakt und freuen uns nichtsdestotrotz, weil es wird ein ganz anderes Spiel werden am Freitag, auf das Pokalspiel. Wird das WSV-Spiel denn nur personelle Veränderungen zu Folge haben? Wie weiß ich denn zum Beispiel, Timo Brauer ist ja jemand, der durchaus einige Pokalschlachten in seinem Leben schon geschlagen hat. Ja, es ist ja immer so, dass wenn man kein gutes Spiel macht, dass man als Trainer logischerweise Überlegungen anstellt, indem man sagt, boah, vielleicht müssen wir was ändern. Das ist auch möglich, dass wir was ändern. Auf der anderen Seite, eine Woche vorher haben wir so ein Spiel gemacht, wo ich dann auch als Trainer sage, ich muss nichts ändern. Deswegen ist alles möglich. Unabhängig davon ist Timo jetzt schon nach der Vorbereitung, die er so gut wie gar nicht mitgemacht hat, jetzt 2-3 Wochen im Training. Und ich habe es auch schon vor 2 Wochen gesagt, ist dann auch logischerweise immer eine Option für die Startelf. Aber wie gesagt, das werden wir alles klären. Ich habe eine allgemeine Frage, und zwar gibt es ja momentan Überlegungen, den Pokalmodus zu ändern. Wilde Planspiele, den Modus von 64 Starten auf 182 zu führen. Und die Grundidee war ja, die Europapokalteilnehmer, also die deutschen Clubs, ein bisschen zu schonen und die erst in einer späteren Runde zu bringen. Haben Sie da eine Meinung zu? Ich glaube, dass wir es grundsätzlich sowieso nicht ändern können. Also ich werde darauf keinen Einfluss haben. Unabhängig davon bin ich schon jemand, der denkt, dass man nicht alles neu machen muss. Ich kann natürlich, trainiere ich keinen Europapokalteilnehmer, sonst wäre ich vielleicht auch anderer Meinung. Unabhängig davon glaube ich, dass der Pokal eben genau von diesem Reiz lebt, auch in der ersten Runde schon, wie er jetzt da ist. Aber wie gesagt, darauf werde ich keinen Einfluss haben. Was muss denn Freitag passieren, damit es mit der Sensation? Ich glaube, dass sehr viel zusammenkommen muss, weil letztendlich spielen wir gegen eine Mannschaft, die den Anspruch hat, schon vielleicht in Europa dabei zu sein. Auch das kann von der Qualität her, gerade offensiv. Wir wissen noch nicht, wie sie auflaufen, aber wenn ich mir eine mögliche Aufstellung angucke mit 4 Offensiven, dann Traoré, Hazard, Raphael und Stindl, dann muss man fairerweise sagen, das ist schon nicht so schlecht. Also deshalb muss, glaube ich, viel zusammenkommen. Wir müssen einen sehr, sehr guten Tag erwischen. Müssen gut verteidigen, müssen aber dann eben auch im Umkehrschluss mutig sein und selber auch genügend zutrauen, was nach vorne zu machen, weil wir werden nicht nur verteidigen können, 90 Minuten lang. Aber wie gesagt, es muss schon alles passen. Weitere Fragen? Gibt es? Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Ja, wieso geht das nicht immer? Wir spielen in 2 Tagen. Also ich kann mich jetzt nicht die ganze Zeit. Grundsätzlich wird das auch ein ganz anderes Spiel werden am Freitag. Deswegen hat das Spiel jetzt keinerlei Bedeutung für das, was am Freitag ist. Wir haben jetzt zwei sehr unterschiedliche Pokalspiele nach einer Woche. Danach kommt dann das Spiel gegen Krai. Da hat man ja wieder ganz andere Voraussetzungen. Das ist ja sicherlich ein Bodenspiel. Aber aber als Trainer, glaube ich, ist man gut beraten, von Spiel zu denken. Also ich meine, der Spruch ist altbekannt, deshalb zum Beispiel mit einem Kreisspiel beschäftige ich mich noch gar nicht. Logischerweise auch nicht. Genauso wie nicht, wie wir uns vor dem Wuppertal-Spiel mit Gladbach beschäftigt haben. Sowohl ich nicht, als die Mannschaft auch nicht. Können Sie den Frust der Fans verstehen? Auf die Barrikaden gehen.
bombardieren? Also ich glaube, dass... Wen bombardieren? Uns, Presse. Ja, wieso bombardieren die die Presse? Verstehe ich jetzt nicht. Ja. Ja, verstehe ich nicht. Also warum bombardieren die Presse? Verstehe ich jetzt nicht. Weil sie sich über das Spiel auskotzen, auf Deutsch gesagt. Ja, aber warum kotzen die nicht bei der Presse aus? Also verstehe ich jetzt nicht. Also, ich glaube, das kriegen wir sicher auch noch. Ja. Also ich habe ja schon mal gesagt, es ist hier so, dass die Ausschläge wesentlich höher sind. Jetzt ist es so gewesen, habe ich eben auch schon mal gesagt, dass wir natürlich mit unserer Leistung in beide Richtungen den Ausschlag größer gemacht haben, als er schon mal war. Dass der Ausschlag dann grundsätzlich noch viel höher wird, das ist ein Phänomen, das werden wir nicht ändern. Also das wird keiner ändern, weil es ist nun mal so. Und ich glaube, dass wir alle, und da beziehe ich alle mit ein, wir auch schon richtig enttäuscht waren. Und die Jungs waren auch richtig enttäuscht. Nur das ist das, was ich eben sage. Also, sie wollten schon ihr Bestes. Sie haben es nicht hingekriegt, das steht fest. Aber sie wollten schon. Und wenn man gesehen hat vorher die Woche, wie wir trainiert haben, wird das Ganze noch unerklärlicher. Aber damit müssen wir dann aber auch... damit müssen wir dann auch klarkommen mit Kritik, sofern sie immer sachlich ist. Aber es gibt natürlich auch Kritik, die völlig unsachlich ist. Und das ist was, wo ich sagen muss, das werden wir nicht ändern. Wir müssen damit klarkommen. Aber vielleicht gibt es ja noch Fragen zum DFB-Pokalspiel am Freitag. Dazu ist alles klar? Nein. Die Situation, die dann im Elfmeterschieß vorherrscht, die werden wir nicht simulieren können. Also diese nervliche Belastung, die dann da ist. Und ohne Druck schießt man in der Regel besser Elfmeter als jetzt, wenn die Nerven dazukommen. Ja. Ansonsten gibt es keine Fragen mehr. Dann danke ich fürs Kommen und wir sehen uns am Freitag hier im Stadion Essen.